Zurück bei Good Boss, Bad Boss. Noch ist das Experiment nicht vorbei, denn geplant ist dieses bis zum Schichtwechsel um 14 Uhr. Es warten weitere Aufgaben auf die Angestellten. Sebastian Müller hat den Laden am frühen Morgen als angeblich neuer Chef übernommen. Ziel ist es, die Mitarbeiter zu motivieren und dem Kunden im harten Konkurrenzkampf mehr Service zu bieten. So, ich habe noch eine kleine Sache für Sie vorbereitet. Die Kollegen bringen gerade hier Bürostühle rein. Bürostühle? Ja, richtig verstanden. Denn das ist die nächste Änderung. Anstehen an der Kasse soll es nicht mehr geben. Müllers Kunden dürfen ab sofort sitzen. Dann müssten Sie nur den freien Stuhl wieder einmal nach hinten in die Reihe schieben. Ja, kann ich machen, aber dann warten die anderen Kunden. Ja, aber die sitzen ja bequem in der Zeit. Okay. Und wie findet Frau Laubitz die neuen Stühle? Irreführend. Irreführend? Ja. Warum denn irreführend? Ja, weil für uns, wir sind diejenigen, die immer aufstehen müssen. Ja. Weil viele Kunden in hektischen und hier schon auf der Uhr zeigen. Ah, okay. Naja, noch ist ja gar kein Kunde da. Wie soll da einer auf die Uhr zeigen? Sie können auch hier hinkommen. Sie können auch hier an die Kasse kommen. Und sie kommen. Alles von uns engagierte Komparsen. Aber das weiß Frau Laubitz nicht. Wir warten gerne. Hinsetzen können Sie sich. Hinsetzen. Ja. Nehmen Sie ruhig Platz. Nehmen Sie ruhig Platz. Das ist unser neuer Service. Auch wenn es Frau Laubitz noch nicht ganz fassen kann. Die Kunden sitzen. Und dann auch noch das. So, 205,55 € bitte. Oh. So, Sie wissen, was das bedeutet? Ja. Ja? Mach ich? Sie dürfen, natürlich. Okay. Einfach in die Richtung nach oben. Oh, Stimmung! Herzlichen Glückwunsch. Sie haben über 100 € eingekauft. Vielen, vielen lieben Dank. Da können wir gerne mal applaudieren. Es ist halt wie bei allen meinen Ideen, es braucht einen Moment, den Sinn dahinter zu erkennen. Aber die Idee finden Sie immer noch gut? Geht so. Vor allem, wenn man auf den Boden schaut. Und für Frau Laubitz heißt es jetzt erstmal entfernen vom Kunden. Der Stuhl muss zurück in die Reihe. Wie weit kann Sebastian Müller noch gehen? Naja, Sie kennen ja sicher das Phänomen, dass man im Supermarkt nie einen Mitarbeiter findet, wenn man was sucht. Wenn jeder Mitarbeiter einen Luftballon hätte, dann wüsste man sofort, wo sich hier jemand befindet. Und genau das ist der Service, den dieser Laden braucht. In der Tat ist es wichtig, Übersicht im Markt zu haben. Der Kunde fühlt sich sonst wie in Regalschluchten gefangen. Wenn die Regale also zu hoch sind, kann so ein Ballon schon helfen. Ich kann sie immer sehr schwer finden. Mhm. Und ich glaube, dass es den Kunden genauso geht. Und deshalb möchte ich gerne als kleinen Service anbieten, dass wir Ihnen einen solchen Luftballon an den Kittel binden, dass die Kunden immer ganz genau wissen, wo ist ein Luftballon, da befindet sich ein Mitarbeiter, den kann ich was fragen. Nett. Das ist jetzt wirklich, oder? Ja, das wäre sehr nett. Mit dem Ballon? Ja, das war ja noch der Oberburner. Nein, das war... Nee. Also schnell den Namen drauf. Schreiben Sie noch Obst und Gemüse drunter. Weil das ist ja dann auch ganz wichtig. Nachher fragt er Sie dann wegen irgendwas anderem. O und G. Mhm. Dann steht hier alles drauf und der Kunde ist orientiert. Nein, das finde ich voll ja? Teuer. Lassen Sie ihn doch einfach mal, er wird Sie nicht stören. Lassen Sie ihn einfach mal baumeln, nein, hängen, nein, fliegen. Nein. Doch? Nein. Lassen Sie ihn doch einfach ein anderer, mal los. Aber ich mach das nicht. Nee, andere machen es auch, das machen alle. Das will ich aber mal gesehen haben. Ja, warten Sie ab. Sie werden gleich die ganze Front voller Luftballons sehen. Ja, glaube ich nicht. Eine erste Revolte. Aber Frau Kijowski kennt Herrn Müller schlecht, denn der weiß, was er will. Entschuldigung, darf ich Ihnen auch ganz kurz diesen Luftballon an den Kittel binden? Binden? Ja, so wie bei der Kollegin. Und natürlich schreibt auch Frau Kopal ihren Namen und Abteilung drauf. So, sehr schön. Jetzt wissen wir immer, wo Sie sind, die Kunden auch. Ja, und Sie können ihn jetzt auch langsam loslassen. Die können das doch gar nicht lesen bis da oben. Also bitte einfach tragen, bitte dran lassen. Und so sind Sie auffindbar. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Man hilft ja, wo man kann. Und tatsächlich herrscht im Markt plötzlich dieses Bild. Jetzt ist der Kunde doch orientiert. Mehr Service geht nicht. Was jetzt noch fehlt, sind persönliche Durchsagen im Supermarkt. Sven hat lang nichts mehr getan. Ich weiß, hier im Laden laufen ja immer so kleine Werbeansager. Ich würde es aber gerne so machen, weil wir ja immer persönlicher werden wollen und immer mehr auch auf den Kunden eingehen.
dass wir diese kleinen Werbeaufsager eben mittlerweile persönlich machen. Okay. Na dann auf. Und Herr Müller zeigt Sven mal, was er sich vorstellt. Liebe Kunden, jetzt in Ihrer Service-Oase viele Sorten Schokolade. Mmh. Schokolade esse ich auch am liebsten. Das hätten Sie mindestens genauso gut hingekriegt. Seien Sie mir nicht böse, aber... Was machen Sie jetzt? Sven legt das Mikro ab. Da will einer nicht mehr. Aber noch gibt Sebastian Müller nicht auf. Das war mir zu lächerlich. Vor allem, was das für eine Durchsage war, die war absolut nicht professionell geschrieben. Das hat keinen Kunden angelockt. Ja, aber ich dachte in dem Moment, also da kann ich doch jetzt noch nicht aufhören. Da finde ich doch noch jemand anderen, der diese Durchsagen machen kann, oder? Der beruhigt sich schon wieder. Trotzdem rufen wir sicherheitshalber Daniel Driller an. Denn wir glauben, das Experiment ist früher vorbei als geplant. Ja, war schon schwierig. Es war ja, glaube ich, noch nicht mal ganz 12 Uhr. Abgemacht war, das war so gegen 14 Uhr und war schon ein mulmiges Gefühl, dass das eigentlich 2 Stunden eher eskaliert ist. Sie erwarten jetzt von mir, dass ich jeden Tag so eine Durchsage hier mache? Nee, alle 20 Minuten. Entschuldigung, aber ich meine, ich bin ja hier nicht einfach nur im Laden, dass ich hier rumstehe. Ich habe meine Arbeiten, die ich erledigen muss. Das ist jetzt ab heute Teil Ihrer Arbeit. Es kann auch Teil Ihrer Arbeit werden, wenn Sie möchten. Wissen Sie was? Wir probieren es einfach mal aus. Ich möchte das nicht. Lassen Sie es uns doch einfach mal ausprobieren. Mag ja sein, dass es jetzt eine Arbeitsverweigerung ist oder sonst irgendwas. Ich weiß auch nicht, was der Driller sich dabei gedacht hat. Aber was mögen Sie denn daran nicht? Ich mag sowas nicht. Ich mache auch keine Durchsage, wenn irgendwo ein Auto falsch parkt. Das bin ich nicht und das mache ich auch nicht. Haben Sie es denn mal ausprobiert? Ja, natürlich. Ich muss ja zwischendurch Durchsagen machen. Aber also, dann machen Sie es ja doch. Ich möchte das nicht. Komm, jetzt ist Schluss hier, ne? Also was ist das hier für eine Scheiße? Wenn wir uns alle rausschmeißen, ich mache überhaupt keine... Wollen Sie die Durchsagen? Nee, ich mache überhaupt nichts. Leck mich am Arsch, glaubst du? Also wir sind alle ein bisschen durch den Wind. Nicht nur ich bin erbost, sondern die komplette Belegschaft. Gut, dass wir Daniel Driller zurückgeholt haben. Wir müssen das Experiment langsam abbrechen. Auf dem Parkplatz bekommt er schon mal ein Mikro von unserem Team. Als ich da so zurückgerufen worden bin, war natürlich schon die Angst da. Hat der Herr Müller das jetzt übertrieben? Nehmen dir die Mitarbeiter das krumm? Kündigt vielleicht sogar einer? Jetzt versammelt Sebastian Müller die Angestellten im Lager zur Aussprache. Können wir uns einmal im Lager treffen? Geht das? Dann wird es ernst. Wer geht den Weg mit Sebastian Müller? Wer nicht? Können wir diesen Weg zusammen gehen oder nicht? Nein. Nein. Die Stimmung ist auf dem Tiefpunkt. Das Experiment ist vorbei. Herr Driller kommt zurück. Der Herr Driller war nie wie ein Chef zu uns, sondern wie ein Freund. Ja, aber das guck mal, wer da ist. Hauen Sie bloß ab, Sie Schlitzohr! Das Schlitzohr ist wieder zurück. Wie Sie sich freuen, dass er wieder da ist. Keine Aktionschef. Aber haben die Mitarbeiter auch verstanden, dass es den ganzen Tag darum ging, Nähe zum Kunden aufzubauen? Aber das ist ja nicht Kundenbindung eigentlich, das ist mehr irgendwie nach einem Date suchen oder so. Wer arbeiten will, der muss sich was einfallen lassen. Wenn ich keinen Bock auf Arbeit habe, dann... Kannst du auch mit dem Arsch tauschen. Ja, so ist es. Die Freude ist groß. Und was haben Sie heute gelernt? Vielleicht auch, dass unsere Mitarbeiter einfach auch mal ein bisschen umdenken und den Kunden gegenüber etwas freundlicher sind. Er hat das zwar in übertriebener Art und Weise klargemacht, aber es hat uns das klargemacht. Und ich denke mal, dass wir in nächster Zeit auch verstärkt darauf achten werden. Ich glaube, dass sich manche Leute bestimmt mehr anstrengen werden in Zukunft. Einige mit Sicherheit und bei einigen denke ich mal, dass dieser Tag gar nichts gebracht hat. Aber es ist nicht jeder so wie ich. Und manche tun sich halt schwer. Die sitzen an der Kasse, kassieren und lächeln mal nicht. Und das Lächeln ist einfach das A und O an der Kasse. Wenige Tage später hat Daniel Driller seine Angestellten eingeladen. Und es wurde gefeiert. Die Stimmung ist gut und die Konkurrenz kann kommen. Denn die Drillers kann jetzt so schnell nichts mehr schocken. Ja, gleichfalls. Liebe Carla, du bist ein Goldstück.
Ich habe mich auch gefreut, dich kennengelernt zu haben. Alles gut. Er bleibt! Das stimmt, der Müller hat recht.